Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Elder Scrolls Online, dem Original mit diesem Charakter und mit keinem anderen. So, wir haben alle drei Begleiter freigeschaltet. Bastian, Funke, alle vier meine ich, Isabel und Miri. Fangen wir mit Bastian an. Und gucken, was er genau wird. Ausgeruht und bereit für alles. So. Was kann ich für euch tun? Achso, Wie kann ich helfen? Lasst uns sprechen. Ich lausche. Was habt ihr auf dem Herzen? Erzählt mir was von euch. Ich liebe das Leben als Abenteurer, aber ich habe auch Freude an den kleinen Dingen. Meine Flöte zu spielen, ein gutes Buch zu lesen. Mich faszinieren Geschichte und Zauberkunde. Aber ich liebe auch gute, kunstfertig angelegte Erzählungen. Hört sich jetzt nicht so an, als ob er jetzt irgendwie eine spezielle Kampfpraktik praktiziert. Ich bin immer bereit zu helfen. Flöte, das klingt irgendwie so wie Bade, aber er kann ja kein Bade sein oder sowas. Oder? Nee, geht ja nicht. Deswegen würde ich sagen, er kämpft mit. Ja, Nahkampf 2. Was habt ihr auf dem Herzen? Ja, das ist nicht verkehrt, was er jetzt schon hat. Soll er das mal behalten? Hab ich denn etwas, was. Nö, hab ich nicht. Okay. Ich mache mich mal jetzt auf zu Auridon. Und suche mir da den nächsten Monturtisch. Um die quasi auch einzukleiden und zu färben. Die kriegen natürlich dann noch Farben, die passen. Ich habe gerade mich gewundert, warum Auridon bzw. Vulkewacht nicht so vollständig erkundet ist. Das sah gerade komisch aus. Und wenn euch Elder Scrolls Online auch genauso gefällt wie mir, dann hinterlasst ein Like. Und wenn euch keine Folge mehr entgehen soll, dann drückt den Abo und die Glocke aktivieren. Aber ich brauche nie wieder ein Pferd aktivieren. Das ist sehr, sehr gut. Wo war denn hier nochmal der Monturfärbetisch? Da drin. Okay. Ich bin direkt hinter euch, Partnerin. Sehr gut. Ups. Kurz verfahren. Hört her, Kartenhaie und Sammler. Stellt eure Schleue und euren Mut bei einem brandneuen Kartenspiel auf die Probe. Ja, es ist ja auch so toll, das Kartenspiel. Das ist genau da, bin ich auch genau die Zielgruppe für. Ich bin wirklich begeistert. Es ist genau das, was ich gewollte. Ich weiß nicht, wer hat sich das Gartenspiel überhaupt ausgedacht? Wer hat sich das gewünscht? Spielt das wirklich jemand? Und zwar mit voller Freude und so? Es ist ja nicht ansatzweise mein LP. Es ist würdig. Da war ich und so. Bastian hat ja schon Montur an. Ja, und er hat jetzt das klassische Grün-Gelb. Aber wieso hat er denn diese Kampfmagier-Rüstung? Bastian, willst du nicht mal was anderes tragen? Kann ich euch bei etwas helfen? Wir rüsten die erstmal um. Ja, das können wir nehmen und dann grün anmalen. Man weiß ja nicht.
Gott. Ey, diese Prunkrüstung, die ist so übel. So, ich werde natürlich jetzt gerade gefragt, weil ich die ganze Zeit im Stream schriftlich antworte. Ich mache das meistens mal so, um die Immersion nicht zu zerstören, weil ich das hier als LP laufen habe lassen. Deswegen wirkt das immer so ein bisschen komisch. Also nicht wundern. Oh, die Rüstung von Minimarco ist ja auch nicht schlecht, ne? Oh, wäre ja super für einen Nekromantenbegleiter. Was ich als nächstes will, Bethesda hier, Zenimax, ist, ich möchte einen Nekromantenbegleiter haben. Ja, Magiergilde passt ja nicht. So sieht er auch nur aus wie ein Pirat. Ja, die steht ihm auch. Ist aber auch nicht schlecht. Warte mal eben. Pass mal auf. Was ist das denn für eine Farbe? Gott, jetzt wird es ja noch hässlicher. Ah, bloß das Grün wiederherstellen. Ah, schwierig, ob in Grün so steht. Lassen wir das mal. Seine Waffe würde ich schon gerne nochmal ändern. Ja. Nein! Scheiße. Ich will das doch nutzen. Verdammt. Dann holen wir uns den nächsten. Funkeri Zauberin meldet sich zum Dienst. Stecke ich in Schwierigkeiten? Oh, tut mir leid. Irgendwie gehe ich ständig davon aus. Lass uns über unsere Partnerschaft sprechen. Klar, von mir aus. Habt ihr etwas Konkretes auf dem Herzen? Erzähl mir etwas über euch. Runensteine zu sammeln beruhigt mich auf merkwürdige Weise. Vielleicht ist es das Geräusch. Vielleicht auch der Gedanke, was man damit alles herstellen könnte. Keine Ahnung. Sprechen die immer was anderes? Hey, alles klar. Ja, ich bin auf der Straße aufgewachsen. Für mich sind Stehlen, Lügen, Rumschleichen und Gewalt essentielle Elemente des Überlebens.
Es geht nicht immer nur um Moral. Das ist ja interessant. Die sprechen immer mal andere Sachen. Braucht ihr etwas? Wusste ich gar nicht. Hier. Warte mal. Ist das Mittel oder ist das auch Mittel? Bitte. Hallo. Aber das halt so. Aber die kann ja auch die gleichen Sachen tragen, ne? Die sie jetzt hat. Was ist das denn für eine Farbe, ey? Boah, dieser Abbruch annehmen. Ja, bestätigen. Bisschen nerven schon diese Scheiße. Ist dazwischen Gefunke von meinen Viechern. Oh, das ist das da. Und was soll das blau machen? Nö, das sieht scheiße aus. Vielleicht so ein anderes Grün. Sieht doch gut aus. Kann man nicht meckern. So, Isabel. Boah, ist wieder eine Folge hier. Stender behütet uns. Machen wir uns auf. Eigentlich wollte ich dich ansprechen. Komm mal her. Wie kann ich euch helfen? Natürlich. Was wolltet ihr denn? Ich wuchs als knappender Ritter in Castel Navira auf. Nur weil meine Familie adlig ist, meint ihr hoffentlich nicht, ich sei bieder. Also ich finde nicht, dass ich bieder bin. Bin ich bieder? Wie kann ich helfen? Ich stehe euch nach. Dyke! Die Unerschrockenen sind wirklich beeindruckend. Ich wünschte, ich hätte als Kind schon gewusst, dass es sie gibt. Auf der ganzen Welt erkundet ein Bund von Abenteurern die Tiefen, um Monster zu erschlagen. Und sie singen. Wer kennt keine Angst vor dädrischen Klingen? Wir sind Unerschrockene. Ha! Seid ihr bereit? Natürlich. Wenn ihr euch der Sache gewachsen fühlt, drängt mich meine Ausbildung als Ritterin, mir härtere Gegner zu suchen. Geschichten zufolge lauern sie in der Wildnis oder in den Tiefen von Gewölben. Und natürlich hätten wir dann wieder neue Geschichten zu erzählen. Ups, war noch nicht fertig. Meine Klinge gehört. Boah, da muss ich aufpassen, ey, dahinter sind Schwerter und wenn ich mich da einmal verklickt, zack, gestohlen. Ja, das ist auch nicht schlecht. Warte mal, da habe ich auch eine Idee. Die trägt er hauptsächlich blau.
Ist ja interessant, die darf... Achso. Aha. Achso, hier muss ich hin. Oh, meine Fresse. Gut. Wie war denn das? Ich hab so eine Idee. Ui! Das gefällt mir irgendwie auf Anhieb. Schauen wir uns doch mal, hatte ich das komplette Set davon oder? Die hat gar keine Schultern. Und ich habe anscheinend nur einen Teil. Toll. Ach nee, stimmt. Nicht verschrieben. Kann man nehmen, ne? Sieht jetzt nicht schlecht aus. Wir machen das einfach. So, die hat ein Hauptschwert. Jetzt habe ich aber leider das... Oh, was schreibe ich denn hier? Natürlich habe ich das Schwert davon. Ich finde das auch geil, wie epischer die Schilde immer werden dann. Voll das Kreuz drauf. Schön. Ein Blick kostet mich. Ja, dann behält sie das ganze Set. Gut, dann ändern wir die Farben noch um. Ich kann die Farben nicht umändern bei ihr. Doch.
Ausrüstung. Achso, Fellfellkostüm. Ja, klar. Geht ja nicht. So, sie kriegt ein Stück Blau drin. Die Frage ist, wo? Oh. Das ist die Hauptrüstung. Boah, es ist zu weiß. Das kann man so nicht machen. Und das bestimmt erst recht nicht. Farbe. Und doch sieht das irgendwie interessant aus. Schwierig. Bleiben wir es mal bei dem. Bleiben wir es mal bei der Farbe. So, letzter Charakter. Ich könnte ein wenig Aufregung vertragen. Schere rein, Sera. Worüber würdet ihr gern sprechen? Du musst, glaube ich, Bogen schießen. Ich bin eine ausgebildete Bogenschützin. Das reicht mir schon. Hoffentlich finden wir heute etwas. Fernkampf. Ich habe nur leider nichts in die Richtung. Was aber gerade zu dem Charakter passt. Das muss ich erstmal finden. So was ungefähr. Gefällt mir. Okay. Wir haben die umgebaut.
Hat ja nur 25 Minuten gedauert, aber hey. Besser als länger. So, die Frage ist, wo gehen wir als nächstes hin? Und ich würde sagen, das klären wir noch. In welche Schwierigkeiten geraten wir denn heute? Mal schauen. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao, ciao.